Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem letzten Bundesligaspiel der Saison. Das ganz große Fußballmärchen ist ausgeblieben, aber es war ein toller Fußballnachmittag, wir aus Bremer Sicht zumindest. Wir begrüßen beide Trainer hier nach dem Spiel und wünschen uns von Ralf Rangnick das erste Statement zum Spiel. Ja, ich finde, dass wir über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht haben, dass wir über 60, 70 Minuten eigentlich auch die Mannschaft waren, die das Spiel im Griff und unter Kontrolle hatten. Wir haben einen unberechtigten Elfmeter dann gegen uns gekriegt, aber das passiert eben auch mal in der Bundesliga, dass man auch unberechtigte Elfmeter gegen sich kriegt, der uns dann in Rückstand gebracht hat, der uns aber allerdings nicht aus dem Konzept gebracht hat. Wir haben dann zu Beginn der zweiten Halbzeit das Spiel immer mehr in die Bremer Hälfte verlagert, kriegen dann selber einen Elfmeter für uns, den wir leider nicht nutzen konnten. Das war sicherlich ein bisschen ein Knackpunkt, weil da hat man gemerkt, dass die Mannschaft danach so 10 Minuten schon ein bisschen dem Elfmeter nachgetrauert hat. Gegen Ende des Spiels haben wir uns dann allerdings nochmal berappelt. Man hat gesehen, dass die Jungs unbedingt mindestens einen Punkt mitnehmen wollten und machen dann eigentlich auch den verdienten Ausgleich, dass wir dann in der vorletzten Minute durch einen unnötigen, es war eigentlich gar kein Ballverlust, wir waren unbedrängt, können eigentlich selber den Konter fahren und schießen dann dem Gegner aus 20 Metern den Ball vor die Brust. Dass wir da dann noch den 2:1 kassiert haben, war ärgerlich. Ich denke, die Jungs haben sich da auch selber ein Stück weit um den verdienten Lohn ganz am Ende gebracht. Aber ja, ist jetzt heute nicht ganz so dramatisch. Ich hätte mich gefreut für die Jungs, wenn sie tatsächlich den Punkt mitgenommen hätten. Aber für uns geht heute jetzt mal ausnahmsweise deswegen nicht die Welt unter. Vielen Dank, Florian Kohfeldt. Ja, ich habe nicht mehr viel hinzuzufügen. Aus meiner Sicht war es ein ausgeglichenes Spiel, was in beide Richtungen hätte kippen können. Von daher ist für mich auch wichtiger, dass ich die Gelegenheit nutzen möchte, mich heute zunächst mal bei der gesamten Mannschaft zu bedanken für die Saison, für die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, den Mut, den wir an den Tag gelegt haben, über die gesamte Saison. Mich zu bedanken bei meinem Trainerteam, bei meinem Staff, die alle unheimlich viel gearbeitet haben. Und freue mich, dass wir die Saison mit einem Sieg beenden konnten. Das war wichtig für uns. Auch wenn wir dieses ganz große Ziel, was wir hatten, nicht erreicht haben, glaube ich, können wir insgesamt mit einem Pokalhalbfinale, was wir extrem unglücklich verloren haben, mit 53 Punkten, die fast immer zu Europa reichen, aus der Ausgangslage letztes Jahr gegen den Klassenerhalt, um den Klassenerhalt gespielt zu haben, haben wir einen Hauch Enttäuschung, dass heute, wie Michael gesagt hat, das ganz große Fußballmärchen nicht funktioniert hat, aber auch viel Stolz und viel Zufriedenheit über die Saison, über die Art und Weise, über die Entwicklung einiger Spieler oder vieler Spieler. Und auf der Basis werden wir jetzt sehr kritisch, sehr analytisch weiterarbeiten, um nächstes Jahr einfach noch ein paar mehr Punkte zu holen, dass es dann sicher klappt. Und in dem Sinne bleibt mir nur noch mal, wie gesagt, vielen Dank. Vielen Dank an alle Mitarbeiter, vielen Dank an das Stadion. Ich glaube, heute hat jeder noch mal gesehen, welch wahnsinnige Atmosphäre hier in Bremen herrscht. Und ja, Ralf, viel Erfolg, viel Glück für das Pokalfinale am Samstag in Berlin und freue mich, alle wiederzusehen im nächsten Jahr. Gibt es Fragen an beide Trainer? Ja, einmal hier vorne. Das wäre eigentlich ein schönes Schlusswort gewesen, aber eine Frage ist dann doch noch. Herr Rangnick, Sie haben heute im großen Stil rotiert. Können Sie noch mal erklären, was da dahinter steckte? Und was war jetzt ausschlaggebend, dass manche wie Timo Werner oder Marcel Halstenberg, Diego Demmel ganz daheim geblieben sind oder gar nicht im Kader waren und manche zumindest erstmal auf der Bank? Ja, wir haben heute unser 51. Pflichtspiel gemacht, bestreiten nächsten Samstag unser 52. Pflichtspiel in den letzten 10 Monaten. Damit haben wir am Ende der Saison 2 Pflichtspiele mehr als die hochbelasteten Frankfurter gespielt haben. Dazu sind wir die Mannschaft, die in jeder Länderspielpause die meisten Abstellungen hat vornehmen müssen, was internationale Einsätze angeht. Und deswegen habe ich mich schon zu Beginn der Woche entschieden, eben wirklich den Spielern, die zuletzt eigentlich fast immer gespielt haben, tatsächlich nochmal eine schöpferische Pause zu geben, sie ja auch ein Stück weit nochmal durchatmen zu lassen. Nachrangig, aber auch nicht völlig außer Acht lassen, sollte man sicherlich auch nochmal die Tatsache, dass damit auch einhergehend sich der ein oder andere hätte womöglich noch verletzen können, das wollte man natürlich auch vermeiden. Und auf der anderen Seite haben wir heute mit 11 Nationalspielern begonnen, deswegen war das heute für mich auch keine B11, sondern für mich einfach eine Mannschaft, die es auch verdient hat, jetzt nochmal eine Chance zu kriegen, um sich zu empfehlen, auch für Berlin. Und wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass die Mannschaft so noch nicht zusammengespielt hat, finde ich nach wie vor, dass sie auch über beide Strecken heute ein gutes Spiel gemacht haben.
Und wer zu Hause geblieben ist, ja, ich meine, wir konnten auch heute nur 16 nominieren. Eigentlich sollte Diego spielen. Diego hat sich aber gestern kurz vor Ende des Trainings verletzt. Sonst wäre Conny auch noch daheim geblieben. Und dadurch, dass Diego ausgefallen ist, haben wir uns dann entschieden, den Conny mitzunehmen und ihn auch die ersten 60 Minuten zu bringen. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann wünschen wir den Leipzigern eine gute Heimreise und uns nächste Woche einen spannenden Fußballabend. Danke.